Hallo und willkommen zurück bei Let's Learn to Play. Wir spielen weiterhin The Last of Us Part 2. Vermisst du ihn? Im Moment spielt Jens. Wie, Jesse? Weil ich schon aufgegeben habe. Ihr wart so lange zusammen. Ja. Hey, Jesse ist toll. Nein. Die untere. Da. Da, wo Elgato steht. Wo muss ich touchen? Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Aber der Spiel-Sound ist leise. Ich kann ihn gern was lauter jetzt drehen. Ja, mach mal bitte. Ja, aber... Und man muss uns halt immer noch hören. Gibt's nicht viel zu erzählen. Au. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Nicht das Mikro. Klappe. Okay. Ich bin ja nur dran gestoßen. Verzeihung. Das ist unangenehm für Leute. Das ist unangenehm für dich. Ja, ich höre es auch. Und schlops. Mit X. Du kannst schon mal da anbinden. Danke. Bitte. Wo kann ich anbinden? Witzig. Soweit ich auch. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Weiten Bogen schon, ums Pferd. Ja, das ist clever. Aber so wurde ich noch nie getreten. Das finde ich auch gut. Du hältst ja deswegen immer die Hand auf dem Arsch, damit das Pferd weiß, dass du da bist. Hilft nicht, wenn das Pferd sich erschreckt, dann ist die Hand auf dem Arsch egal. Ja. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Rika nimmt Reitunterricht. Hier geht's lang. Das tut hier nichts zur Sache. Dann red nicht davon, als wärst du Profi. Ja, ne, das ist. Ich kann mich jetzt auch nicht so nicht Profi sehen. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Ach, Teenies und ihre Probleme. Mhm. Da ist man einmal kurz pinkeln und schwupp ist das eine andere Charakter auf dem Bildschirm. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Guck mal, schön, du musst gar nichts tun, Schatz. Ich würde sagen, Ellie, du könntest aber helfen. Und? Er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Oh. Auch dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch da. Was ist denn Problem, ich? Yay. Das ist immer dieser eine Knopf, dass man ihn zweimal drücken muss, damit sie aufsteht. Trag uns ein. Danke. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Was ist aus? Ach so. Facecam. War das jetzt wichtig, Rikas Ausatmen zu hören? Wir brauchen halt jemanden, der Regie spielt. Keine Infizierten. Und nicht Infizierte auch nicht. Da ist was auf dem Tisch, ne? Ja, ja, das ist eine Karte. Das ist dieses Buch zum Eintragen. Ein paar Meilen weg. Bus Kamera 5, 4, 3, 2, 1.
Und vor allen Dingen, wie hätte ich, müsste ich den Kopf bewegen? Alles okay. 12.27, Dina Eugene, habe ein Wildpferd gefunden, das im Eis fest saß. Rausgeholt, bringen es ins Lager. Wir lassen den nächsten Posten aus. Dina Eugene, alles okay. Jesse und Astrid, ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View, erledigt. George Bonnie, Sunny Days, Seniorenheim, drinnen drei Runner gefunden, erledigt. Ein Runner an der Hauptstraße, erledigt. Alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. Alles okay. Was ist denn der Unterschied, warte, zu einem Runner? Und einem Klicker? Und einem Klicker. Ein Runner sind die, die wir jetzt schon gesehen haben. Mhm. Das sind die normalen Zombies, die noch wie Menschen aussehen. Die Klicker sind die, die schon ein wenig mutierter sind. Mit dem Cordyceps-Virus. Die haben so einen komischen Kopf. Die heißen Klicker, weil die ganze Zeit klicken. Die haben kein... Wenn die man einen so klicken, die anderen rennen. Danke, Chat. Ja, ich will es ja nur erklären. Die haben quasi, die orientieren sich anhand vom Echolot und von Geräuschen. Die klicken also die ganze Zeit, um sich quasi umzuschauen. Mhm. Eugene, drei Runner im Vorort erledigt, sonst alles okay. Toter Hirsch von Turm gefunden, sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. Alles okay, heftiger Regen, bla bla, alles okay. Haben Fußspuren gesehen, sie sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt, zwei Erwachsene und ein Kind. In ärztlicher Hilfe brauchen wir, lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. Und die Corona-Fledermaus-Virus und nutzen jetzt Echolot. Alles okay, alles okay. Zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt, sonst alles okay und alles okay. Ich hätte ja lustig gefunden, wenn hier so irgendwie so drinsteht, haben Fußspuren gefunden, sind ihnen gefolgt, haben am Ende nur eine Kiste gesehen, war wo nichts, sind zurückgegangen. Und fertig. Und clear. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Das ist doch da, wo die wohnen, oder? Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen das war die Stadt, die anderen auch gesehen haben. Aber nicht die Stadt, wo wir losgetigert sind. Sie hatte Corona live im Stream gesagt, gleich melden. Seit wann darf man, wieso darf man denn nicht mal das Wort sagen? Weil genug Leute versuchen, mit dem Wort irgendwelche Klicks abzugreifen. Dann kommt gerne sowas wie Heilung für Corona, bla, oder Corona. Schon wieder! Corona. C-O-R-O-N-A. Corona, Covid-19. Kann man noch irgendwas sagen? Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Meine. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, meine Fresse! Was denn? Ich sag jetzt nichts. Das ist nicht jugendfrei. Ach, hast du Gras dabei, oder was? Ja, du weißt ja schon, was das ist. Das hat sie gerade gesagt. Das Video wird demonstriert. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ach, nett. Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte. Wieso reden die jetzt schon wieder so fucking leise? Sieht gut aus. Weil die sich nicht die ganze Zeit anschreien müssen. Sie sind ja nicht du. Sie müssen auch nicht flüstern. Tun sie nicht, aber sie sind halt keine lauten Menschen. Der Schnee ist lauter als die beiden. Das kann passieren. Achso, ne, hier war ja dieser Ausguck. Tuck, 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 tuck. Dann zurück zum Pferdi. Hm. Ich nenne meins Willpferd. Oder Ferdinand. Nee, Schatz, nein. Da, auf so einen Mist reagiere ich nicht. Dann Horst. Ach Gott, nee. Klicker versteht das Prinzip von sich nicht anbrüllen, Menschen einfach nicht.
Rika ist das Wochenende nicht da. Weißt du, wie schön ruhig das hier im Haus wird? Ich sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Pass auf, es kommt nichts beschweren. Du lässt deinen armen, kranken Mann alleine zurück. Wie egoistisch bin ich doch. Du wirst wahrscheinlich ein Unterkühlschrank, cool, LAN-Party. Weil du im Schneeschuhschuh trägst. Ich hab heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Nee, ich muss noch zu meiner kranken Oma. Ihr Suppe bringen. Um? Was? Weißt du nicht, wo deine Oma lebt? Doch. Hab ich dir den Witz versaut? Da bin ich mir sicher. Vielleicht. Ah, das, warte mal. Was ist denn jetzt? Guck mal. Das Eis geht kaputt. Das ist cool. Nettes Gimmick. Also das freut sich noch über eine Gestalt. Nein, darüber freut man sich, wenn man jahrelang Spiele gespielt hat und sich immer gehofft hat, oh, wie schön wäre, wenn das mal cooler aussieht. Ja, so spiele ich keine Spiele. Irgendwann hast du's. Irgendwann wirst du auch mal in Bäder gehen und gucken, ob du das Wasser andrehen kannst. Oder die Klospülung drücken. Echt? Hm? Das würde mir nicht einfallen im Moment. Ja, ich glaube, hier wird noch ein bisschen mehr Bewegung mal stattfinden. Man kann auch den Schnee aus den Bäumen hauen. Ja, Schatz, mach mal. Jetzt sitze ich gerade auf dem Pferd. Das ist egal, du kannst dagegen reiten. Sehen wir uns die Häuser an? Sei nicht so unflexibel. Aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Abstand. So bin ich noch nie abgestiegen. Warst du spontan? Zu elegant. Was weißt du über diesen Ort? Wenn ich abstiege, sieht das anders. Ich habe das Gefühl, du möchtest darauf hinweisen, dass du reitest. So nee, ich habe nur gesagt, weil du das immer im Vergleich bist. Nein, ich will dich loben. Das hab nicht ich getan, das hat das Spiel getan. Dich zu loben ist ein Ding der Unmöglichkeit, ernsthaft. Jetzt renn doch bitte mal gegen den Baum. Tu's für Erik. Komm. Ja. Anstatt den nächstbesten. Welcher ist hübsch? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Scheint schwierig. Oh, mir gefallen sie tatsächlich auch. Was tust du? Was ist mit dir? Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwo was reinkomme oder. Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Woher weißt du das? Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Das war die Info, macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich habe doch gerade gesagt, dass du das Wochenende nicht da bist. Ja, aber guck hier. Woher was soll ich Montag zum Reiten gehen? Okay. Ja, das also, weiß ich nicht. Zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Guck, guck. Und ich glaube, in diesem kämpfen sie. Ach, hier geht's nicht. Russische toll. Spione oder so. Hat es das jetzt gerade? Ja. Ja, es ist doch auf Video. Er hat es doch gesehen. Das reicht. Viper ist ein Ninja. Du machst das nicht für mich, du machst es für den Chat. Und alles für den Chat, alles für den Hund. 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Was? Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Literally unplayable. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer ist? Was ist das? Fucking doch. Ganz bestimmt. Du weißt es. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Was? Um Tag für Tag nur. Der beantwortet mir das doch dann wieder nicht. Du weißt so, wie es ist, wenn man ehrlich Fragen stellt. Man kann nur so zweideutige Antworten. Es gibt original Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Könnte ich jetzt bauen? Achso. Okay. Tagebuch. Diana. Dina. Entschuldigung. Wieso tue ich denn da ein E reinhauen? Weiß ich nicht. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt.
Ich hab jetzt, ich weiß, das ist so Arsch, den hab ich mir so umgesagt. Ich bin echt gestört. Jetzt sei kein Idioten. Sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt in mir. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss das einfach wegfangen. Wir singen jetzt. Nein. Warte, ich muss aber noch was. Warte. Genau, hier kannst du noch. Also, ah, hier kannst du aufleveln. Ich spiele nicht, wenn ich aus jedem Baum für fucking Schnee fällt. Hab ich mitbekommen. Du sagst mal, ich soll jetzt den Chat vorlesen. Ist er hier angeschnaut? Ich hab dich nicht angeschnaut. Du hast ganz komisch geguckt. Du hast praktisch angeschnaut geguckt. Guck, guck, Erik. Was macht er nur für dich? Lass Schimmer nicht stehen. Ja, ist ja gut. Ich hole ja die Pferde. Warte, kann ich hier noch rein? Nee, ne? Nöp, nöp. Ja. Doch, da. Da ist schon was runtergeputzt. Du hast Horst vergessen. Ja, ich weiß. Der heißt nicht... Ihr nennt das Pferd jetzt nicht Horst, da weigere ich mich. Was denn? Das ist ein lustiger Gag. Du weißt nicht, was Pferd auf Englisch heißt, ne? Horst. Ich. H-O-R-S-E. Du kannst sogar buchstabieren. Du kannst das Wort buchstabieren. Ich bin wieder gekämpft. Ruhig, Mädchen. Oha. Ach du Scheiße. Sind die auch Elche? Anscheinend. Was zur Hölle? Na, ja, was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Gewehrausrüstung. Na, jetzt aber guck, jetzt kannst du es dir nicht mehr... Doch, sie hat blutige Fußspuren im Schnee. Was kann ich jetzt nicht mehr? Ich hab mit Erik gesprochen. So. Heute bei Rika, was Rika, Rika alles kann. Shit. Der dauert oh, nicht lang. Sind die da bloß reingegangen? Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Da. Wie könnte man da wo reinkommen? Das sind verschiedene Spuren. Ich werde jetzt schon wieder überfordert. Was meinst du? Warum läufst du so? Du weißt doch, wo du hin musst. Einen nach dem anderen. Klingt nach einem Plan. Die Blutspur weist leicht drauf hin. Mehr Blut. Ich höre was. Ellie. Ja, hoppel mir nicht vor der Nase rum. Ich will da rein, aber wollte nur sicher gehen. Schnauz die doch jetzt nicht so an. Okay, hier ist nur einer. Scheiß NPCs. Was sieht der? Sieht eine Elche in den Wald heraus, warum auch das Gewehr nutzen. Ich weiß. Da ist mehr Munition drin. Das habe ich mir bei Dina aber auch gedacht. Sie hat nämlich auch direkt die Handfeuerwaffe in die Hand genommen. Wahrscheinlich meinte er das auch. Nee, ich habe ja auch das Gewehr. Ich kann ja auch das Gewehr nehmen. Nee, aber dahinter steht scheiß NPCs. Ach so. Also war das wahrscheinlich eher auf Dina gerichtet. Gute Idee. Du hast es gemacht, weil du da mehr Munition hast, gehe ich mir von aus. Oder? Drücke, Chef. So, länger drücken. Drücke. Ja, nein, vielleicht. Das war ja schön. Schlag. Und runter. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Hat sie Übung. Der Weg hier rein war aber wenn sie wieder gebissen wird? Nichts. Wie ist der Runner? Ja, nichts ist die Antwort oder nichts darf ich fragen? Nichts darfst du fragen. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe. Nicht die Ausweichrolle vergessen, mein Schatz. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe.
Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Hast du die Pistole genommen, weil da mehr Munition drin war oder nicht? Und weil ich damit schneller zielen kann. Außerdem sind hier nur 3 Schuss im Magazin und bei der Pistole sind es 6. Willst du nicht nachladen, dass du 6 von 6 hast? Ja, wenn ich mehr reinpasst. Ach so. Ellie. Mehr Blut. Ich habe hier was verpasst und da komme ich nicht mehr zurück. Das macht mich bekloppt. Was hast du denn verpasst? Was ist denn? Räumlichkeiten. Da sind 2. 3. Mal sehen, wie es läuft. Oh, sie macht auch was. Wie gut. So, dahinter ist noch einer. Ja, da ist noch einer gewesen. Da liegt da was. Da liegt noch was. Eine Flasche. Brauchen wir jetzt nicht. Und da hinten kommt auch noch einer. Ja, ich sehe. Da sind 2. Ist was für mich dabei? Nein. Gut, wir gucken uns aber noch den Raum von der anderen Ecke an. Da waren 2, ne? Jupp, jupp. Der hat aber Munition fallen lassen, wie du siehst. Die wollte ich noch holen. Und jetzt das gucken wir einmal. Gar nicht was. Ich hab's vermutet. Mhm. So. Ja, Dina, danke. Schubst mich. So, die müssten jetzt hier hinter stehen. Ja, sind 2. Hast du gesehen? So, der eine. Das kriegt der gar nicht mit. Alter! Bisschen ist das Spiel ab 18, wa? Ja. Sind das alle? Ja. Nein, da sind noch welche und die habe ich nicht töten können. Das macht mich bekloppt. Und da war ein Grafikfehler. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Danke. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ah, okay, also da komme ich nochmal hin. Gut, gut, gut. So, dann... Das ist nur eine Flasche. Hätten die das denn jetzt auch so gesagt, wenn du die schon getötet hättest? Ich glaube nicht, dass ich da hingekommen wäre. Hm. Hm. Vermutlich. So. Wo gehst du hin? Ah. Ellie, hilfst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da, siehst du? Okay, mal sehen, wie wir da reinkommen. Und schwupps. Runter. Dann wäre es aber ein bisschen ein kurzes Spiel, wenn die jetzt schon hier. Ja, sei laut. Ist ja nicht so, dass wir den einen so töten können. Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ach, die weiß es nicht. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Schön. Okay. Cool. Ich hab eine Klappe. Scheiß NPC, schreibt Erik.
Ich bin raus, danke, Rika. Mom. Ma'am? Mom? Mom? Ist egal. Es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte ihnen nichts tun. Ich wollte nichts aus ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Also, Ma'am. Das ist ja süß. Wofür das Insulin? Wieso horten alle in Insulin? Ja, seit der Apokalypse. Alle horten Medikamente. Ach so. Ja, es tut mir leid, Erik. Entschuldigung. Okay, hier geht's nicht weiter hoch. Hier warst du jetzt dreimal, Schatz. Nee, zweimal. Nee, nee. Guck mal, hier vorne war ich nicht. Da, wo der rauskam. Da, Schrott zum Basteln. Und eine Flasche. So. Dann über den LKW. Wenn wir das Ding jetzt auf leicht gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich in jedem Fitzchen was gefunden, oder? Höchstwahrscheinlich. Ja. Ist ja auch anstrengend. Da, es ist Schnee gefallen. Ja, Erik, es ist Schnee gefallen. Let it snow. Wenn hier ein Weihnachtslied jemand singt, dann bin ich das. Bin drin. Oh, guck mal, ein Fernseher. Ist ja so groß wie unserer. Kommt hin. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Rezept Alkohol und Lumpen. Da. Gut, dass du das über der Jacke machst. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Ich sehe nichts. Okay. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, oh, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Du solltest vielleicht die Taschenlampe anmachen, Schatz. Wozu? Weil der Spiel dir das gesagt hat. Muss ich denn tun? Ich bin nicht Sklave des Spiels. Ich bin Sklave. Wir sollten ins Erdgeschoss. Automatisch bist du dann auch Sklave des Spiels. Meinst du, Erik ist wirklich weg? Maybe. Dann dürfte ich dich jetzt auch was zu den Spuren befragen. Es sei denn, der Erik ist noch da. Gewehrmunition und ein Zettel zum Lesen. Mein Einsatz. Ich sehe nichts. Yo, Kristen. Ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Sie sind für deinen Rücken, okay? Gute Besserung, Mina. Nein, also in der Apokalypse horten natürlich alle Medikamente. Jetzt. Und dann gibt es halt auch Insulinkranke. Du musst den Mitarbeiter des Monats finden. Ja. So. Ich meine, du kannst es auch natürlich auch probieren, aber... Ja, nee. Wir finden schon, dass... Es gibt 31 Tage, 12 Monate, viel Spaß. Guck mal. Green Place, Mitarbeiter des Monats. Yee, da dann, Junge. Also entweder Juni 13, Februar 13,
Der hier. Juli 13. Also 7/23. Meinst du? Würde ich mal vermuten. August 13? Nee, ich glaube, der Hund, der fällt auf. Juli 2013. Ja, dann los. Los, 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 los. War der Ausbruch 2013 erst? Dann ich schätze, ich habe Teil 1 nicht gespielt. Juli 2013. Perfekto. Erik, ich hoffe, du hast es dir gemerkt, dann kannst du irgendwann dieses Rätsel lösen. Ey, ich glaube, das schafft er gerade noch so alleine. Also stell mal bitte nicht seine Intelligenz hier in Frage. Hab ich auch nicht. Aber sie spielen erstmal Teil 1. Nee, Anna spielt Teil 1. Und er ist dabei. Wenn Anna so das Spiel spielt, wie sie mit mir Man of Medan spielt, kann das sehr lange. Ja, vor allem wird sie sich da halt. Sie mag doch so Horrorspiele gar nicht. Hä? Ich dachte, sie mag das. Nee, sie mag Gruselspiele nicht. Wieso? Deswegen hat sie denn dann Man of Medan mit mir gespielt? Weil sie das schon Lust so hatte, aber als du Slenderman gespielt hast, meinte sie doch. Ja, nicht zugucken und nicht, hier, selber spielen ist doch was anderes. Weißt du? Okay. Weißt du, weißt du? Ellie! Laut. Hey, das ist ein Kicker? Ja. Dann schießt er nicht. Oh, Scheiße. Leicht, die Fanden. Verfluchte Klicker. Das sind halt Klicker. Wenn du nah an den Rand bist, dich bewegst und Geräusche machst, kommen die zu dir. Die sind sehr brutal. Dafür reagieren die nicht auf Licht oder sonst irgendwas. Da ist einer und da ist der andere. Die hat sich gerade umgedreht, als ich gerade Dreieck drücken wollte. Du bist jetzt schon gestorben. Passiert. Nach einer Stunde 47. Das passiert immer. Ich weiß. Ich fühle mich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Passiert halt nicht in dem schlechter Spiel. Als gerade eh schon. Mein schwangeres Selbst. Du sagst ja immer, ich bin dicker geworden. Ah, das! Ey, das sag ich nicht. Nee, nee, nee. Du sagst zu mir, ich bin dicker geworden. Ich möchte mich mal hier festhalten auf Band. Das ist so rum und nicht anders. Ich habe das mit keinem Stem Wort. Wir sind halt gedacht. Keine junge 20 mehr. Ganz ehrlich, mit 20 wäre ich dicker als jetzt. Ja. Da muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Das zweite Mal. Die Klicker kannst du nicht, ne? Doch, doch. Glaub mir, es gab einen U-Bahn-Schacht, der war die Hölle. Mit nur Klicker. Du wolltest nicht das Spiel vielleicht machen. Wieso bist du denn schon wieder da? Dann hättest du dir das jetzt sparen können. Ich quäl mich jetzt hier durch. So. Nein, darum geht's kannst nicht. Kannst du das immer noch auf leicht stellen? Nein. Mal ganz kurz. Man spielt ein Spiel und gut. Ich will aber wissen, was bei dieser Szene ist, wenn's leicht ist. Dein Spiel ist auf deinem Account auf leicht. Ja, spielst du auf sehr leicht. Warum denn auch leicht, wenn's noch einfacher geht?
Mal gucken, wer schneller durchhält. Wir können ja ein Wettrennen veranstalten. Ich glaube, man darf nicht zu nah dran. Das lautloser Kill kommt schon relativ, wenn du noch weit von denen weg bist. Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Wir verstehen uns. Dina, hilf mir mal. Komm mal. So, aber was sich hinter dieser Tür bewegt, umherschleicht und was Dina da gerade macht hinter diesem Ding, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ciao, ciao. Tschüss.